Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge von Forza Horizon 4. Und heute habe ich wieder mal mir den Kai geschnappt, der heute mal mit mir ein paar Rennen fahren wird. Wir fahren zuerst mal ein Rennen, was wir auch in der letzten Folge gefahren sind. Ja gut, Kai begrüßt euch erstmal. Das ist mal sehr freundlich von ihm. Denn in der letzten Folge sind wir dieses Rennen bereits gefahren mit dem Hyundai Veloster N. Aber da sind wir meines Wissens nur Vierter geworden. Und da ich neue Rennen für diese Klasse haben möchte, fahren wir das nochmal. Werden es hoffentlich wrecken. Natürlich werde ich nur meiner Kolonne eine Einladung schicken. Und ich fahre heute, wie ihr es unschwer erkennen könnt, einen Porsche, einen 911er. Nämlich den Carrera RS 2.7 von 73. Schon mal eine. Schon mal Vorbereitung auf den nächsten Porsche, den ich fahren werde. Denn dieser ist serienmäßig grün. Wird aber dann nachher auf gelb umgebaut. Und ist ein wenig moderner. Und hat eine etwas größere Frittentheke. Naja. Ihr wisst eh, welches Auto ich meine. Was solltet ihr wissen? Wenn ihr es nicht wisst, ich sage es nochmal. Porsche 991.2 GT3 RS. Von 2019. Aber der sieht auch schon ganz böse aus. Hat auch jetzt ein RBB-Kit drauf. Kann sich sehen lassen. Ist breit, ist tief. Schnell, denke ich mal auch. Schnell genug. Ja, Kais Charakter sieht wieder mal wunderbar aus. Quasi so wie Kai in echt. Da sagt Kai gar nichts mehr. Okay, Autos in der B-Klasse fahren hier mit. Läuft bei denen. Achso. Ah. Hab mich schon gewundert. Hä? Warum sind die auch so langsam? Ja, du musst sicher gewinnen. Ja. Geile Ten. Kenny, du musst genauso tanzen im Club. Dann kriegst du Weiber. Sound ist göttlich. Schöner Boxermotor. Sauger vor allem, das ist das Wichtige. Wird er wahrscheinlich nicht mehr lange so bleiben. Dass wir noch den Saugmotor haben bei Porsche. Das wird, glaube ich, noch nie offiziell bestätigt, aber. Die nächste Generation kommt ja bald auf den Markt, 992. Den GT3 wird es dann vermutlich nicht mehr als sauber geben. Das wäre sehr schade, denn der GT3 ist aktuell der letzte Saugmotor, den Porsche noch hat. GT3 RS natürlich. Das müssen wir erhalten. Fand man ganz schön gut da vorne. Gar nicht hinterher. Es geht um die Teamleistung. Weil wir aktuell gewinnen. Danke. Wenn ich gerade etwas Positives sage, passiert irgendwas. Oh ja. Willi Nigga.
Das habt ihr gar nicht gesehen, Zuschauer. Wir gewinnen das Rennen natürlich nochmal für euch. Aber genau, ich weiß, wie ich das mache, wie bei JP. Ich schnipse einfach und dann haben wir das Rennen gewonnen. Geiler Trick, Kai, oder? Warte, ich hoffe, ich will jetzt mal schnipsen und dann werden wir das Rennen gewinnen. So, bereit? Das hat man nicht, scheiße. Warte. An. Was ich gehört hat, sage ich jetzt einfach mal Schnips. So, Rennen ist gewonnen. Bis gleich. Okay, nochmal. Und nochmal. Nein, letzter Versuch. Komm, last try. Nein! Oh Mann, das war irre. Ich wusste einfach, dass du es drauf hast. Du bist eine Runde weiter. Bin schon gespannt, was du noch auf Lager hast. Wir fanden es nicht nochmal, Kai. Ich habe jetzt doch neue Rennen bekommen. Na klasse. Oh, Autobahn. So, bist du jetzt bei mir gespawnt oder wo bist du? Ach so, ja. Geht schon weiter. So, da bist du. So. 3, 2, 1. So, das Rennen fahren wir jetzt doch nicht nochmal, denn wir haben trotzdem in der Lage neue Rennen bekommen, die wir jetzt fahren können. Das mache ich auch. Das machen wir auch. Kannst du wieder mal am Durchdrehen? Ich bin auch schon losgefahren, geil. Ich kann noch ein bisschen warten. Kai ist auch nicht mehr der Schnellste mit seinem Alter. Ist ja gestern wieder ein Jahr älter geworden. Im Kreisverkehr. Also, wenn ihr keinen mögt, könnt ihr ja in die Kommentare schreiben: Alles Gute zum Geburtstag, Kai. Da würde er sich bestimmt nicht freuen. Genau. Wenn nicht, dann schreibt in die Kommentare, dass ich ein Hurensohn bin. Und gebt mir schön ein Dislike, bitte. Ey. 400 Metern links abbiegen. Ach ja, Kai. Du Gasse, Kai, was ist denn da los? Links, oh ja. Abbiegen. Wo bist du denn hin? Achso, ich habe keine Gruppenroute gemacht. So. Jetzt? Ja. Ich bin kein Teammate für dich, Kai. Wir waren auch nicht Teammates. Ja. So. Kommt der Alte hier auch mal langsam? Du denn? Da. Wollen wir dann getrennt hinfahren, oder wie? Fragst du mich nicht? Okay. Okay, wir beide machen jetzt, wer zuerst da ist. Ohne Teleporten. Und ohne Auto wechseln. Ich habe aber mal auf dem Weg, ist keine Offroad-Straße. Das wäre jetzt nicht so optimal mit diesem Auto. In 400 Metern links abbiegen. Autobahn. Links abbiegen. Mal gucken, wo so der Topspeed ist. Wirklich so langsam ist wie angegeben. Das ist ja ziemlich traurig. Aber scheint so. Ach ja, der gute Alucard. Fährst du auch Autobahn, Kai, oder wo fährst du lang? Okay. Ich fahre gerade 235 km/h.
Fährt langsamer, scheiße. 230. Der Wagen ist vom Topspeed her echt langsam. Und dem Navi muss ich jetzt mal 3,9 Kilometer, aber ich weiß noch ein bisschen aufgerückt. Der arme Porsche. Wo bist du denn, Kai? Ach, da. Gar nicht. Esser. Ja, von wegen. So. Ja. Das waren meine AGBs. Ach, du weißt nicht. Du kennst die Anspielung, Kai, oder? Auf Quoten, Jay. Ja. Und Leute, wie durch ein Wunder hat sich die Aufnahme jetzt nicht aufgegangen. Sie läuft immer noch. Ist das nicht genial? Hat nicht so viel voran. Wo ich auch den Porsche ganz schön getuned, alles schön gemacht, die Tune geguckt. Da gucke ich gerade auf meinen Bildschirm und sehe so, ach ja, Aufnahme hat sich nach 4 Minuten aufgegangen. Yay! Rutkai hat das J-Wort gesagt. Auch bekannt als Joghurt. So, liebes Spiel, bitte starten. Ja. Ganz wundervoller Charakter, wieder mal. Kehrt auch gerne privat so einen Zylinder auf. Ja. So, das Rennen muss wieder mal ich gewinnen. Aber Kai, sei nicht traurig, mehr war halt nicht drin. Kai tanzt wie so ein Besoffener. Ja gut, Kai ist auch besoffen. Ey! Jo, Alter. Was los? Ja, also Offroad mag der Wagen nicht, habe ich das Gefühl. Ist alles drin. Keine Angst. Los, zieht deiner Porsche. Obwohl, so klein ist er eigentlich gar nicht. Obwohl, ich jetzt. Mal hin, Kai. Alter! Oh, Leute. Wieso ich?
Was kann ich dafür, wenn die Karin in ein Auto reinfährt und ich direkt dahinter bin? Was kann ich denn dafür? Danke, Merkel. Mann! Das ist ein schwuler Verkehr, ey. Was sagt der Richtige? Der fährt auch A-Klasse. Die Strecke war aber auch ziemlich scheiße, muss ich sagen. Ja. Ich habe heute Morgen wieder zu viel Salz gefrühstückt. Das ist der Hauptgrund dafür. Ja. Und juhu, eine blaue Lederjacke, jawohl. Okay, was hast du da eigentlich für komische Musik? Hey, du bist in der nächsten Runde. Ich rufe dich an, wenn Ort und Zeit feststehen. Und ist das Wicked Wonderland? Falls Kira fragt, gehen wir beide einen Kaffee trinken. Also einen Mitternachtskaffee. Okay. Wicked Wonderland. Oder so. Nächste Straßenrennen. Haben wir noch eins hier in der Stadt? Oh ja. Aber dann nehme ich mal die Schnellreise. So, neues Auto zum Sammeln. Ja, gut. Ja. Kann man ja auch mal gewinnen. Triggered. Ich bin doch besser als du. Was willst du eigentlich? Weil ich der bessere Fahrer bin. Nein! So, kann ich starten, Kai? Versucht sich wieder nur ausreden. Ja, wenn man sonst nichts kann. Alles klar, mir hat gerade ein Kumpel Heil geschrieben. Sehr gut. Nein, H-I-I-L. Ein Kumpel von mir. Okay. Ja, das ist am Tag der Deutschen Einheit. Serverzustellung, ja, dann lad doch mal, du. VC. Ja. Ein langgezogenes E mit einem Accent de Gue. Ich muss gerade echt überlegen. Das sagt jeder, der ja Französisch hat. Danach überlegen muss. Ja, gut, ich konnte es halt nicht. Ich hatte zwar Neid auf dem Zeugnis, aber ich konnte es halt nicht. Einfach, da war ich halt, weiß ich nicht. In Französisch war ich halt an sich ziemlich gut, aber nicht, weil ich was wusste oder was konnte.
Ich sag mal so, wer schlau sein will, muss faul sein. Okay. Da kein Server zugewiesen werden konnte. Mach es halt nochmal. Ich hab schon geläuft. War zu spät. Ich muss gerade irgendwas labern, da im Hintergrund wieder irgendwelche geile Musik läuft. Was? Okay, gefällt ein Auto in der C-Klasse. Das war das. In der Premiere quasi. Ach ja, Kai hat sich verklickt. Hm. Denn, ich habe doch S2 gewählt. Wie ist das denn bloß passiert? Okay. So, Man wird gestartet. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Und mein Asiate hat gerade einen Gruß gemacht bei der Bundeswehr. Nein, das hat er nicht. Man hat gerade einen. Ja, kennst du bei der Bundeswehr, wenn die halt alle so stramm stehen und die rechte Hand so, ne, an den Kopf halten, den rechten Arm? Nicht das, was du jetzt wieder denkst. Nein. Nicht das, was du jetzt wieder denkst, Kai, mit dem rechten Arm. Nein, wenn die halt ihren rechten Arm waagerecht halten und den Unterarm quasi an den Kopf machen. Ja, so ein Gruß halt. Ja, das war aber schade. Die Aufnahme läuft noch, sehr gut. Bremsen. Weil die Bremsen sind eher so Kacke im Auto. Könnte aber auch am Fahrer liegen. Also wahrscheinlich eher nicht, aber ich will es nochmal gesagt haben. Ja, denn immer wenn irgendwer was sagt und wir müssen schneller werden, wir machen, müssen jetzt Plätze gut machen, immer genau da macht irgendjemand einen Fehler. Ja, dann halt einfach dein Maul. Nee, das ist ja ein Let's Play und kein Gameplay. Da muss ich schon irgendwas labern. Es ergibt zwar meistens keinen Sinn, das ist aber doch scheißegal. Ja. Alles, was ich sage, ergibt niemals Sinn. Manchmal rutscht aber auch, ey. Im Regen. Ja. Wir nehmen einfach die Ausländer und schieben sie im Moment. Ciao. Danke, Kai. Alles nur wegen dir. Guck mal, Cheetah-Karren sind da vorne. Was ist denn Jaguar LWI Type? Was soll das LW denn heißen? Hallo, viel langes Rad. Ja. Dann wer macht's mobil?
oder? Da wenigstens auch nicht Einfluss. Ich habe ein neues. Achso, Straßenrennen 10 Runde 5. Und einen Schnellchat. Ja, gut, kann ich jetzt Level 104. Also, ich glaube, das Spiel findet er ziemlich scheiße. Denke ich mal. Boah. Jetzt wird's ernst. Boah, der war gerade aber lang dabei. Aber ein paar der besten Fahrer sind schon rausgeflogen. Tja, was soll ich sagen? Hier kommen nur die Schnellsten weiter. Ich höre gerade Gangnam-Style. Das macht mir Angst. So. Machen wir noch ein Rennen? Na komm, ein Rennen machen wir noch. Das gewinnen wir auch. Mit Ankündigung. Alter, Kai, der Mix ist einfach so. Der Brain fuckt mich. Links abbiegen. Bei nächster Gelegenheit wenden. So, hups. Route wird neu berechnet. Was soll das? Navi stimmt nicht. Ich fahre einfach gerade die Straße geradeaus, weil man geht mein Navi und schickt mich wieder in die andere Richtung. Und das Haupt meines Autos backt gerade rum. Ah, jetzt geht er richtig. Es ist hier 2012. Mike Candice. Ja, damals, da gab es noch gute Musik. Du hast dein Ziel erreicht. Was? Ja. Was gibt's heute? Helene Fischer. Und hier, Kollege. Einfach kein liebevoll genannt, cooler Neger. Ja, wie du es jetzt gesperrt. Danke Kai für den Strike. Da wurden auch schon mal Videos gesperrt. So ist das nicht. Wegen Urheberrecht. Och, dieses Board, die geht einfach herrlich. Sieht richtig, richtig gut aus. Und meine Karre ist halt ziemlich langsam. Ich habe das Gefühl. Also es wird nicht unabhängig davon, wie ich fahre. Fühlt sich ziemlich langsam an. Ich hab voll mein Auto nachgemacht. Edinburgh. Auch wieder so viele Cheater-Autos, ey. Alle nur Jaguar und Shelby fahren sie. Mowgli the Bear. Ja. Geh mal, Tag. Gay? Und der macht gar nichts. Ich bin eine Biene. Ja. Zart wie ein Kalb. Alter, Leute. Ah. Okay, das war gerade ein wenig ungünstig. Ja. Ich wurde schon öfter mal durchgereicht. Ich denke, sie ist so schlafen.
rum, Alter. Natürlich kommt genau dann ein Auto von der KI. Den habe ich voll gesehen. Liegen so viele Autos, ey. Nein! Alles safe. Jetzt habe ich ein Problem. Top Speed. War ganz gewaltig. Oh fuck, oh fuck! Ja. Ich sag doch, ich gewinne mit Ankündigung. Also wir. Aber es war noch knapp, ich wurde nämlich noch fast von einem Gegner überholt. Weil der hatte so minimal höheren Topspeed als ich. So ein bisschen mich breit machen. Also da rausholen und dann passt das. Geht doch. Und 160.000 gewonnen beim Wheelspin. Geht doch. Aber ich glaube, ich habe noch einen Wheelspin, den ich noch mache. Ja. Nicht verkehrt. Weißt du es schon? Du bist in der Straßenszene eine Runde weiter abgefahren, nicht wahr? Jetzt wird sorry. Ich meine, psst. Du bist eine Runde weiter. Es gibt wohl einen Driftclub in der Nähe, der sich... Driftclub. Das gefällt mir. Ich habe mit deren Boss Robert Glenn geredet. Und du hättest sein Gesicht sehen sollen, als ich ihm sagte, dass ich dich kenne. Er will dich unbedingt kennenlernen und will sehen, was du hinter dem Steuer drauf hast. Okay, danke, Joel. Ich habe den Driftclub freigeschaltet. Oh. Dann könnte meiner vielleicht in der nächsten Folge mal ein wenig driften. Aber noch einen Wheelspin mache ich und dann Sense für heute. Also für euch. Für mich und Kai nicht. Noch lange nicht. Och Mann. Dann danke ich mich an eurer Stelle fürs Zuschauen. Für euch geht's jetzt nicht weiter, aber für uns... Wie ging das? Dann für euch geht's nicht weiter, aber für uns. Oder so ungefähr. Dann bis morgen 18 Uhr und tschüss!